Ich habe es euch versprochen, sobald es Neuigkeiten zur Beta von Wuthering Waves gibt, würde ich euch darüber in Kenntnis setzen und dreimal dürft ihr raten, nein, es gibt immer noch keine News tatsächlich. Okay, kleiner Scherz am Rande, nur um die Stimmung ein bisschen aufzuockern. Doch natürlich gibt es Neuigkeiten und zwar, es wurde eine neue Beta angekündigt, auch mit einem richtig geilen Trailer und ihr könnt euch ab sofort dafür anmelden, das solltet ihr auch auf jeden Fall tun. Folgt dazu dem Link in der Beschreibung des Videos, ich pack's auch in den obersten Kommentar. Da klickt ihr dann drauf und dann landet ihr auf der Homepage des Spiels und dort könnt ihr einfach auf Apply for CBT 2 halt draufklicken. Es folgt ein Fragebogen, typischerweise für Closed Betas, wo man ein paar Infos über sich angeben muss. Dann schickt ihr das Ganze ab und betet, dass ihr angenommen werdet. Der Anmeldeschluss ist am 7.2., wenn ich es richtig gelesen habe. Und dann bin ich gespannt, wie lange lässt die Beta dann noch auf sich warten. Ist es dann innerhalb von wenigen Wochen oder dann doch ein paar Monate? Ich denke, es wird eher schnell sein, dass wir dann die Beta bekommen. Ich werde natürlich mein Bestes tun, um ebenfalls in die Beta zu kommen. Entweder ich muss mich registrieren oder über den direkten Kontakt zu Kuro Games müsste ich eigentlich direkt einen Login bekommen, um an der Beta teilnehmen zu können. Aber schauen wir einfach mal. Euch auf jeden Fall schon mal Daumen gedrückt. Viel Glück, dass ihr gepickt werdet, damit ihr das Game endlich mal antesten könnt. Denn was man sagen muss, anhand des Trailers, der zu der Beta ebenfalls released wurde, es sieht unglaublich gut aus. Es wurde wirklich an dem Game gearbeitet, grafisch, von den Effekten, die ganzen Charakterskills sind viel detaillierter und viel effektreicher als noch in den vorherigen Betas oder halt Gameplay, was man so gesehen hat. Es sieht viel mehr polished aus als noch zuvor. Man merkt, dass da echt harte Arbeit reingeflossen ist und dass es eventuell auch einfach begründet ist, dass das Game auch einfach noch gar nicht erschienen ist. Den Trailer verlinke ich euch natürlich ebenfalls unter dem Video und auch im obersten angepinnten Kommentar dieses Videos. Im Trailer sieht man auch neue Charaktere, Charaktere, die man bisher wirklich noch überhaupt nicht gesehen hat, dazu auch Gameplay zu diesen Chars. Ich finde, die fügen sich sehr gut ein und was ich halt cool finde, ist, dass vor allem zwei von diesen Charakteren Faustkämpfer zu sein scheinen, also endlich mal Charaktere, die jetzt nicht alle irgendwie mit einem Schwert oder einem Katana kämpfen, weil das war so mein erstes Gefühl, als ich von dem Game irgendwie gehört und gesehen hatte, dass irgendwie sehr viele mit Schwertern und Katana kämpfen, dann gab es halt mal eine mit zwei Pistolen, ja, okay, und so leichte Abwandlungen, aber doch sehr vieles so in diese Richtung. Und es kommen halt auch noch zwei Martial Arts Kämpfer dazu, die vom Design her ebenfalls wirklich top aussehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht zu Wuthering Waves. Wenn du auf jeden Fall keine News verpassen möchtest zu dem Game, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn ich werde versuchen, euch so gut es geht auf dem Laufenden zu halten, dadurch, dass ich halt auch einen direkten Draht zu Kuro Games habe. Also nun ab in die Kommentare, teilt mir mit, ob ihr euch für die Beta anmelden werdet und wenn ja, ob ihr euch halt so richtig freut und was ihr vielleicht auch an dem Trailer mega nice fandet, weil ich muss schon sagen, der hatte auf jeden Fall richtig Stil. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und dann verabschiede ich mich mit der alles entscheidenden Frage.